Eine Musketenkugel, die mal am Baum geknallt ist. War interessant, hier sind schon mal ältere Sachen. Ein Reißverschluss habe ich diesmal gefunden. Was gefunden. 2 Pfennig Kaiserreich. Liegt hier einfach mal ein Hammer. Der nächste Tag ist da. Wetter ist heute etwas wärmer, kein Schnee mehr, es ist auch sehr trocken geworden. Und hier habe ich das erste interessante Signal. Das ist wieder so eine Musketenkugel, die irgendwo gegen einen Baum geklatscht ist. Bin gespannt, ob ich heute was finden kann hier. Wollte euch mal die Funde bis jetzt zeigen. Sehr viele von diesen Jägerpatronen hier, von der Schrotflinte. Und ein Haufen Zeug. Sehr, sehr wenig Signale hier. Einen schönen Stein habe ich noch gefunden. Ein Feuerstein oder sowas. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, ganz viel Hülsenkram. Nicht jutet bis jetzt. Also ich werde jetzt mal den Wald wechseln und woanders weitersuchen. Ich bin hier in einem neuen Waldgebiet unterwegs. Ziemlich interessanter Wald. Auch hier sind sehr viele tote Bäume. Hier war ich noch nie. Ich werde einfach mal schauen, was hier so liegen könnte. Das erste interessante Signal, und es handelt sich um eine Münze. Ich werde es mal ein bisschen sauber machen. Es sind 10 Reichspfennig von 1935. Dort kann man ein richtig schönes Muster erkennen. Auf jeden Fall schon mal sehr interessant, dass hier direkt eine Münze lag, und vielleicht liegen hier noch mehr. Ich werde jetzt mal weiterschauen. Hier ist der nächste Fund. Ist inzwischen dunkel geworden. Ich werde jetzt nicht mehr so lange machen. Ich habe jetzt ein neues Waldgebiet hier entdeckt, was sehr interessant ist. Hier werden wir demnächst mal hergehen. Mit mehreren Leuten. Und hier gibt es bestimmt einige interessante Funde. Das ist eine alte Schuhschnalle. Oder Gürtelschnalle mit 3 Dornen, die spitz sind. Und auch diese Schnalle werde ich einfach nur mit Wasser reinigen und dann mit Wachs konservieren. Das ist ein sehr schöner Fund. Könnte ich mir ja eigentlich mal in der Vitrine eine Schnallenabteilung bauen. Ich habe in letzter Zeit öfters so eine Dinger gefunden. Ein sehr schöner Wald hier. Hier sind ein paar Spuren. Das ist noch mehr, oder? Also ich habe hier gerade 3 Lochknopf gehabt.
Ein paar Münzen. Hier. Oh, oh, oh. Duplosan-Dose. Und Stefan holt hier einfach mal diesen extrem coolen Knopf raus. Und wenn man sich den mal anschaut, dann erkennt man vielleicht schon, was das ist. Ich glaube, ich habe das schon gesehen. Und das müssten die Automobiltruppen sein. Bin mir da nicht ganz sicher. Was ist denn das? Splitter nur? Führung. Ich mach den Knopf mal ein bisschen sauber. Jetzt kann man es sehr schön sehen. Schreibt da einfach mal in die Kommentare, um was es sich dabei handelt. Russische Automobiltruppen, aber das ist nicht das gleiche, das sieht nur ähnlich aus. Ich habe mal Kragenspiegel gefunden von den russischen Automobiltruppen und die sehen, wie gesagt, so ähnlich aus. Und das ist Ludwig Deutsch, bin mir aber nicht sicher. Sehr schöner Fund auf jeden Fall. Da ist der nächste Fund und zwar ein richtig guter. Wieder mal eine Schnalle, eine Schuhschnalle. In einem richtig guten Zustand. Heute ist richtig doller Wind. Man hört es, die Bäume wackeln. Die ist auf jeden Fall etwas älter. Die werde ich auch wieder einfach nur mit Wasser reinigen. Dann einfach trocknen lassen auf der Heizung. Eine Weile, ein paar Tage und dann werde ich die wieder mit Wachs konservieren. Sehr schönes Stück Geschichte. Da kommt auch dann wieder eine richtige Patina raus, denke ich. Wobei hier nicht so eine dicke Patina drauf ist wie bei der letzten. Aber ist trotzdem schön. Direkt neben der Schuhschnalle. Ein Feuerzeug. Ein richtig schönes altes Feuerzeug. Ach ja, hier ist oben. Das ist oben und hier unten war dann der Verschluss. Da kann man sogar noch den Feuerstein sehen und den Docht, also zumindest den Rest davon. Der Deckel, der ist jetzt nicht so schlimm, dass der abgegangen ist. Theoretischerweise könnte man das wieder hinkriegen, aber das ist natürlich auch sehr fragil schon. Jetzt erstmal einpacken. Tada! Ein Löffel. Da steht was drauf. Kleiner schöner Löffel mit der Aufschrift Alpaka Chrom. Hier wird wohl jemand mal einen Kaffee getrunken haben oder Kuchen gegessen. Sehr schönes kleines Exemplar. Ein Relikt der vergangenen Zeit. Im Wald mit dem Metalldetektor bei der Schatzsuche gefunden. Einen Fund hat der Rico da gemacht und das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ja, das ist es. Das gibt's doch ja nicht. Du hast das gleiche gefunden. Ist ja cool. Oh. Alex weiß auch schon, was das ist, ne? Ja, ja. Das ist Abzeichen von der GST, Gesellschaft für Sport und Technik, von der DDR. Da ist unten so ein Propeller drauf. Und ein Zahnrad, genau. Das ist genau das gleiche. Auf dem Abzeichen kann man sehen, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Ja, schöner Fund. Zeig mal die Rückseite. Ja, da ist nicht viel zu erkennen. Und ringsrum ist halt noch Eichenlaub oder so, ne? Als Verzierung. Kann man sehen, ja. Na gut. Ist schön. So, hier an diesem Baum haben wir den nächsten interessanteren Fund. Ich dachte, es wäre eine Dose oder irgendwas, ja, vom Signal her. Aber nee, ich habe dieses Typenschild gefunden. Dieses Typenschild, wo drauf steht General Motors GmbH Berlin Borsigwalde, Fabrikat Chevrolet LO. Baujahr habe ich also hier schon ein bisschen gereinigt. Kann man 1979 erkennen. Fahrgestellnummer, Motornummer,
Hubraum und PS. Also irgendein Chevrolet mit 46 PS, das wäre mir ja ein bisschen zu wenig irgendwie. 46 PS. Ich glaube, der Trabant hatte damals 26 PS gehabt. Aber General Motors, GmbH Berlin, Borsigwalde kann man da erkennen. Also ist ein Westteil von Berlin, sozusagen in der Nähe von Tegel. Borsigwalde. Ja, ist interessant, nehme ich mal mit, werde ich mal nachgucken. Vielleicht finde ich heraus, welches Fahrzeug das mal war. Da steht also die Gewichtsangabe drauf, Hubraum und so weiter. Das ist ja mal ein interessanter Fund. Vielleicht blenden wir euch ja mal ein Bild ein, was das für ein Fahrzeug gewesen sein kann. Kickt euch mal das hier an. Das scheint ja so eine Art Anhänger zu sein oder so. Wartet mal einen Moment, ich mach das mal kurz sauber mit der Bürste und dann sehen wir ein bisschen mehr. Da ist auf jeden Fall ein Kopf drauf. Das sieht irgendwie aus wie so ein geistlicher Anhänger oder irgendwie so. Aber ich kann bei bestem Willen jetzt gerade im momentanen Zustand nicht erkennen, was da drauf steht. Auch die Rückseite hat irgendeine Beschriftung, die ich jetzt so gerade nicht lesen kann. Also man sieht, dass da irgendwas geschrieben drauf steht, aber da muss ich wirklich mal mit der Lupe gucken. Vielleicht können wir ja mal dazu einblenden, was das ist. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Fund, der scheint schon ein bisschen älter zu sein. Also ich halte es echt im Kopf nicht aus. Ich wollte gerade zu Rico gehen, hatte aber gerade noch ein Signal gehabt in der Nähe, da wo ich gerade diesen Anhänger gefunden habe, den ich hier immer noch in der Hand halte. Und wisst ihr, was ich jetzt gefunden habe? Ein Pferdchen habe ich gefunden. Ein Pferdchen mit Reiter. Der trompetet da so schön. Ja, naja, den mache ich auch gleich nochmal sauber. Der macht sich hier mit einer Hand immer ein bisschen doof. Da hat an einer Stelle zwei geile Funde gemacht. Der ist wirklich schon ein bisschen älter. Der hat ja so einen komischen Waffenrock an. Dem ist schon ein bisschen die Trompete verbogen. Naja, und der Fuß natürlich auch, war. Ist das cool. Also hat sich doch gelohnt, hier nochmal herzukommen. Ist das jetzt ein Wehrmachtssoldat? Hat der einen Stahlhelm auf? Ich mache euch ja so gerne immer vor, wie die Figuren machen, aber ich habe leider gerade kein Pferd und ich kann euch das gerade nicht vormachen. Aber er bläst irgendwie in irgendeiner Art Trompete. Das scheint also ein Musiksoldat zu sein, so will ich jetzt mal dazu sagen. Hat gerade eine geile Stelle erwischt. Muss ich gleich mal Rico zeigen. Er hat nämlich auch was gefunden. Da wollte ich euch auch zeigen. Aber ich bin hier eben noch nicht weitergekommen. Leute, ich halte es im Kopf nicht aus. Ich bin hier immer noch nicht weitergekommen mit Sondeln, ja. Und was sehen wir hier? Die nächste Reiterfigur. Ich werde verrückt. Heute werde ich richtig verrückt. Scheint auch ein Soldat zu sein. Wehrmachtssoldat. Oder Erste Weltkriegssoldat. Lässt den Kopf ein bisschen hängen. Das Pferd auch. Aber auch der Standfuß ist noch dabei. Irgendwie habe ich hier heute eine Stelle erwischt, wo mächtig Glück drin ist. Ja, jetzt ziehe ich mit dem Bienenfund mal zu Rico und werde ihm das mal zeigen. Rico ist nämlich da, da wo das Licht leuchtet. Ach da. Komm. Eine Cola-Dose. Ganz ehrlich. Ja? Ich hasse diese Menschen, die sowas im Wald liegen lassen. Ja, ist nicht cool. Ist einfach nicht cool. Gibt da überall eine Müllsammeltonne. Ganz ehrlich, diese Menschen. Die sind nicht cool. Ja, ich hab. Du hast ja gerade was gefunden. Ja, das ist eine Schauspitze. Definitiv. Ja. Vom Südkopf. Aber genau. Immer in der Hälfte auseinandergebrochen. Kick an. Genau. Na, ein Haufen wahrscheinlich mehr drin, oder? Da ist er. Kick an. Was haben wir da? Was Neumodisches. Was Neumodisches. Kick mal. Kick. Ja. Huch. Da ist er. Das ist ja Flipper. Ja. Flipper, Flipper, Flipper. Ein Delfin. Ja, also wer ihn braucht, ne, für seine Tochter oder so, ich spende den. Ja. Genau, als Anhänger. Steht mal drauf, ist auch Silber, ne? Nee, nee. Naja, mal was anderes, ne? Mal was anderes, ja. Mal was Nettes, ja. Ja. Hier, was ich schön gefunden habe. Ach komm, hör mir doch. Ganz ehrlich. Super Fund, Alex. Ich freue mich darüber. Ja, zwei Funde. Ich sehe das schon. Ja. Ich finde das echt sensationell. Ein Reitsoldat und ein alter Anhänger. Irgendwie. Der hat ja seinen Standfuß noch dran. Naja, kann sein, ne? Das kann ist ein Erster Weltkrieg oder hier 18 Novak. Aber das ist ein Musiksoldat, weil der Trompete da. Nee, das war der Vorreiter. Aber er hat. Schade, dass der verbogen ist, wa? Der Dings. Ja, und der Schwanz ist ab, wa? Ja. Der Schweif. Jetzt muss ich ja mal die Anekdote mit einbringen. Ich war ja öfters mal in Hannover damals, wa? Und da gibt es so eine Ernst-August-Reiter-Figur auf dem Bahnhofsvorplatz. Ja. Und alle Leute. Jeder, der schon mal in Hannover war. Kennt die Figur. Ernst markant auf dem Hannoveraner Bahnhofsvorplatz. Da gibt es so Hannoveraner, die treffen sich immer. Und wenn sie sich treffen, dann sagen sie treffen sich unterm Schwanz. Damit ist dann die Reiterfigur vom Ernst August auf dem Bahnhofsvorplatz gemeint. Soll ich dir mal eins sagen? Warten.
Das Ding sieht aus wie ein Stahlhelm. Ja, hat ja gesagt, die Kopfbedeckung sieht aus wie ein Stahlhelm, ja. Definitiv, das ist Erster Weltkrieg. Würde ich meinen, ja. Was ist da drauf? Wilhelm oder sowas? Auf jeden Fall ist oben eine Krone. Doch, hier oben ist sowas wie eine Krone. Klar, hier. Ja gut, muss man ja erstmal sauber machen. Ja, ne? Unter der Lupe mal gucken, ja. Ja. Schade, dass man das jetzt hier gar nicht erkennen kann. Ja. Das mich ja mal interessiert. Steht hier Deutsch? Hier, steht schon mal Deutsch. Mein Gott, hier. Hier so, Deutschland oder sowas. Da? Deutschland steht auf jeden Fall. Ja, kannst du auf dem Stand noch nicht lesen. Na, hol doch mal deine Brille raus. Ich habe keine Brille. Ja, warum nicht? Ja, weil ich noch keine brauche. Ja, aber den könntest du doch lesen. Nee, kann ich eben auch noch nicht, weil das eben noch zu undeutlich ist. Ich muss das unter der Lupe mir angucken. Aber es ist ja schön, dass du mir mal ein bisschen gereinigt hast. Finde ich schon ganz schön cool. Ja, ich weiß. Gut, wollen wir weiter sammeln? Ich habe da eine coole Stelle entdeckt. Naja, komischerweise. Ja. Das geht hier immer weiter an der Stelle. Das geht hier immer weiter. Guck mal hier, was hier rauskommt. Das ist da auch irgendeine Figur. Die ist ja noch viel größer. Das ist ja ein richtiger Indianer. Der hat ja lange Haare. Nee, das ist ein Friedrich Wilhelm Reiter. Das ist ein richtig großer. Krass. Richtig krass. Also nee. Kickt euch den an, wie schön der ist. Schade, dass unten der Standfuß schon so krumm ist. Aber ich werd verrückt. Ich werd richtig verrückt. Ich hab hier so eine richtige geile Hortfundstelle rausgefunden. Alex und die verlorenen Reiter. Total krass, ey. Kick mal, dem fehlt schon der Arm hier. Ja. Mann. Gut, ich suche hier weiter. Vielleicht liegt hier noch irgendwelche geile Zeug. Hier sind so viele Signale. Ja, ich glaube, ich habe hier mal die richtige Stelle erwischt heute. Ich wollte erst nicht sonnen gehen. Es rächt sich jetzt schon wieder. Es rächt sich. Ich komme von der Stelle nicht los. Guck mal, Leute, was ich hier gefunden habe. Den hat Sonic auch schon mal gefunden. Und er hat euch gefragt im Video, was es ist. Hier ist er. Es ist ein Panzer. Ein Panzer als Bleifigur, sehr mit Standfuß. Solche Formen kann man sich heute noch kaufen. Und damals haben die Kinder sich die aus Blei selber gegossen. Hier habt ihr den Panzer, den gleichen, ich glaube ohne Fuß, hat Sonic gefunden in einem anderen Video. Also ich habe hier heute die richtige Stelle erwischt. Das ist ja ein richtiger Bleifigur, ein Hortfund. Da ist ja echt alles dabei. Panzer, Reiter, total krass. Es ist heute wahrscheinlich zu geil, um wahr zu sein. Hier ist das nächste Loch, was habe ich da gefunden? Da ist ein Dampfschiff drin. Ich halte es im Kopf nicht aus. Da ist ein Dampfschiff als Bleifigur drin. Ich weiß noch nicht mal, ob ich heute auch fertig werde. Ja, es ist zu krass. Einfach nur zu krass. Guckt euch das an, ey. Ein Dampfschiff. Da oben sind die Wolken aus dem Schornstein. Ich halte es echt im Kopf nicht mehr aus. Ey, so ein geiler Fund. Hier kommen am laufenden Band geile Funde. Ich habe den Preußensonder an die Stelle gefühlt, wo ich die ganzen Sinnfiguren gefunden habe. Panzer, Reiter, Schiffe, Löffel und so weiter. Oh, der Preußen hat einen Löffel gefunden. Hier, kleiner Löffel. Ja. Löffel von allen Bestecken, die es gibt, findet man ja Löffel am meisten im Wald. Ja. Weil die Soldaten natürlich am meisten Suppe gekriegt haben, logischerweise. Und somit brauchten sie alle Löffel. Damit haben sie vielleicht Kuchen gegessen oder vielleicht damit haben Joghurt sie oder einen Pudding oder so. Genau. So, Löffel ist auch ein sehr schöner Fund. Ja, finde ich auch gut. Aber wir sind ja an der Stelle, wo ich, wie gesagt, die ganzen Reitfiguren gefunden habe. Und ich habe wahrscheinlich eine übersehen, liebe Damen und Herren. Und zwar, da ist er. Guckt euch den hier an. Da ist er. Der ist in Ordnung, der hat aber unten keinen Fuß mehr. Ich liebe ja Bleifiguren, ja? Ja. Wirklich, ich liebe Bleifiguren. Ich habe so viele auch schon gefunden. Sehr schön, schönes Ding. Die Trompete ist leider weg, ne? Also das kleine Stück vorne fehlt eben. Schön. Also hier noch nicht alle gefunden. Wir können also hier ruhig nochmal weiter sondern und gucken, ob wir noch mehr Figuren finden. Das werden wir auch machen. Gut, Sonic, gratuliere. Sehr schön. Ja, ich bin auch noch nicht Sonic. Mein Gott, Alex. Ist das geil. Eine Bleifigur, wo der Soldat sein Gewehr über den Rücken trägt. Und das Erstaunliche an der Figur ist, dass einfach das kleine, dünne Bleigewehr noch dran ist. Und der Standfuß ist auch dran. Ey, cool. Magst du den mal sauber machen? Warte mal. Yeah. Ey, Alex, da freut mich aber richtig, ey. Und der Standfuß ist dran, genau. Ey, ist das geil? Aber du weißt schon, dass die alle zu meiner Sammlung gehören, weil ich hier schon so viele gefunden habe. Nee, leider nicht. Ich habe auch so viele schon. Ey, ich liebe Bleifiguren und Sonic wüsste, dass ich Bleifiguren liebe. Ey, geil. Guck dir bitte dieses... Ey, der ist perfekt. Der hat einen sehr schönen Waffenrock an. Der ist perfekt. Den mache ich, geil. In Wachs. Ist das jetzt Zweiter Weltkrieg oder erst? Nee, ich ist Erster. Das siehst du am Tornister hin. Genau. Siehst du das? Ja. Das ist Erster Weltkrieg. Aber ist doch trotzdem total geil, oder? Hm.
Der gehört aber eigentlich zu meiner Sammlung. Nein, doch, leider nicht. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon, aber leider nicht. Du, die anderen Soldaten, die ich gefunden habe und Reiter, die sind ganz traurig, wenn der fehlt. Ich kann den nicht geben, Alex. Ja, ich meine, aber du weißt auch jetzt, dass ich mit meinen anderen Reitern bei dir vorbeigeritten komme. Ja, das kannst du machen. Und dich besuche, damit die sich auch wieder finden und unterhalten können. Ja, das können sie auf jeden Fall. Die sollen sich besuchen, das ist Fakt. Ja. Aber das ist leider meiner. Danke. Ja, kein Problem. Danke, dass du mich zu der Stelle geführt hast. Wie gesagt, schön ist, dass das Gewehr noch dran ist. Das ist schön. Und das mache ich heiß und dann wird das auch noch gerade gemacht. Das kriegt man. Man muss das nur ein bisschen warm machen. Man kann und dann auch so lassen, wie es. Könnte man eigentlich auch. Und dann wachsen und dann ist gut. Das Schlimmste wäre, wenn es abbrechen würde. So, hier, wie gesagt, ist ja eine Bürste. Hier ein wunderschöner Duplosan hygienischer Gummischutz von 1955. Ein sehr seltenes Exemplar in einem Top-Zustand. Eventuell noch mit Inhalt. Hier habe ich jetzt mal einen richtig interessanten Fund gemacht. Das ist eine kleine Figur. Aber was für eine Figur? Sieht ja schon sehr gruselig aus. Da habe ich ein bisschen Angst. Das ist ein kleiner Zwerg. Der guckt richtig böse. Also da habe ich ja schon wirklich Angst. Was ist das? Ich habe einen Zwerg im Wald gefunden. So kann man es besser sehen. Guckt euch mal an, wie mies der guckt. Der hat irgendwie... Was hat er denn da in der Hand? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall saß der irgendwo drauf. Da lag der Zwerg. Da ist noch irgendwas. Das sieht aus, als wäre das noch eine Figur oder so. Ich kann da irgendwie was erkennen, wie so eine Hand oder ein Arm. Ich werde das mal live ausgraben. Merkwürdig, merkwürdig. Diese gruseligen Zwerge. Das gehört dazu. Da ist noch das andere Bein dran. Ich hole den Zwerg nochmal raus. Hier. Irgendwie so. Irgendwie so muss es gewesen sein. Der Gruselzwerg, ey. Den würde ich am liebsten den Preußensonder geben. Ich will sowas eigentlich nicht in der Vitrine haben. Nächste total coole, interessante Fund. Guckt euch das an. Was wird das sein? Ist ja cool. Das ist eine Schippe. Das ist eine alte Schippe. Eine uralte Schippe, würde ich sagen. Aus Messing. Und Zink. Oder nur Zink. Aber. Oder was denkt ihr? Was ist das? Oder kommt hier eine Kerze vielleicht drin? Und dann kann man das so tragen und leuchten. Das könnte auch sein. Dass man selbst nicht geblendet wird. Dass das so eine Art Lampe ist. Dass man hier eine Kerze reinstellt und dann damit so laufen kann. Weil für eine Schippe ist es ein bisschen zu rund. Das ist ein sehr, sehr cooler Fund. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Da freue ich mich richtig drüber. So was findet man wirklich nur beim Sonnen. Ich meine, wo findet man sowas sonst? So eine alten, coolen Sachen.
Nehme ich mit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das ist. 10 Euro oder Adventure Box? Adventure Box. Warum? Ja, weil die geil ist. Da müssen coole Sachen drin sein. Hätte ich die mal leer gemacht. Ich bin auf 10 Euro nicht angewiesen. Ja. Ich habe einen echten Fund gemacht. Nach wie lange sind wir schon unterwegs, ne? Was schätze? Ui. Das ist.